Willkommen zurück bei meinem Let's Show von Torchlight 2. Und ja, wir sind immer noch in dem ziemlichen Anfangsgebiet unterwegs, haben jetzt gerade unser erstes Level abgemacht und müssen jetzt weiter durch unseren blutigen Pfad durch Kobolde prügeln. Eine Falle. Oh, eine Falle ist schlecht. Oder auch nicht. So, und damit kriegen wir Sachen. Gut, kann ich gleich mal das Inventar zeigen. Wir haben jetzt ein Breitschwert bekommen. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden pro Sekunde als dieses Ding hier. Wir haben bessere Handschuhe, die können wir dann gleich mal umrüsten. Und wir haben ein Schild. Achso, das Breitschwert ist zweihändig. Okay, das ist dann nicht so toll. Hm. Aber auch egal. Die Sachen hier können wir jetzt zu unserem Begleiter rüber ins Inventar stecken. Die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Denn unser Begleiter hat sein eigenes Inventar. Man hat schon gesehen, er kämpft mit uns zusammen. Und er hat sein eigenes Inventar auch. Was er so alles kann, kann ich euch dann nachher zeigen. Oder erklären. Beziehungsweise ich könnte es euch jetzt schon erklären. Und zwar können wir jederzeit, beziehungsweise jetzt noch nicht, soweit wir in der Stadt waren, den Begleiter jederzeit zurück in die Stadt schicken. Dann ist er kurz weg, bringt das Zeug, was er im Gepäck hat, in die Stadt und verkauft es. So brauchen wir nicht jedes Mal in die Stadt rennen, wenn unser Inventar voll ist, sondern schicken einfach ihn in die Stadt. Er verkauft das Zeug und kommt dann nach ein paar Minuten wieder. So 2-3 Minuten normalerweise dauert das. In der Zeit kämpft er halt nicht mit uns zusammen. Was aber meistens nicht so viel ausmacht. Vor allem nicht, wenn wir sowas wie Ingenieur sind. So. Da sind schon mal neue Gegner. Speerwerfer, Tiefschleuderer genannt. So. Eine Fallaxt. Bist du auch zweihändig? Ja, bist du. Bist aber etwas schneller. Hm. Und dich können wir auch gleich benutzen. Dann gehst du Breitschwert mal weg. So. Da ist noch ein Kriegsführer. Den haben wir aber auch ziemlich schnell ausgenockt. Über die Brücke wollen wir noch nicht. Wir wollen erst hier durch. So. Und ja, hier sieht man gleich mal das Erste, dass das die Umgebung ziemlich interaktiv ist. Okay, wieder der Vorführeffekt. Sehen wir es hier? Ja, hier sehen wir es. Es gibt in der ganzen Welt immer wieder solche Orte, wie jetzt zum Beispiel diese Höhle, wo Gegner rausgekrochen kommen. Also muss man da immer gut aufpassen. Das kann nämlich immer mal schnell passieren, dass man auf einmal von der ganzen gegnerischen Horde, die einfach so aus dem Nichts kommt, überrannt wird. In dem Fall jetzt, wo wir noch am Anfang sind, was eigentlich noch ziemlich leicht ist, sind das nur einzelne Gegner, aber später können ganze Skeletthorden zum Beispiel aus irgendeinem Loch kriechen. In einer Gruft. Hm. So wie hier jetzt zum Beispiel zwei Kriegerbestien rausgekommen sind. Aber gut. Jetzt wollen wir hier durch. Wollen wir mal den Gegner aus dem Weg. Und töten weiter Kobolde. Och, dich haben wir übersehen. Du kommst jetzt nicht davon. Und ja, was ich noch erklären wollte. Man sieht hier den Ruhm. Okay, das dürfte ich demnächst zeigen können, wenn der erste Bossgegner kommt. Oh, Stegabest hier. Weg mit dir. Heile Kriegerbrust hier. Gold wird auch übrigens automatisch eingesammelt, wenn man drüber läuft. Und da ist auch schon der erste Boss. So, Stufenaufstieg. Und wir haben sogar haben Ruhm bekommen. Das kann man hier jetzt sogar sehen. Wir haben 150 Ruhm. Ruhm ist sowas ähnliches wie Erfahrung, nur halt nicht ganz so toll. Sag ich mal. Wir kriegen nämlich erstens seltener Ruhm. Hauptsächlich durch Quests, um genau zu sein. Zum Beispiel, okay, dieses Quest-Ding hier gibt uns keinen Ruhm, so wie es aussieht. Aber auf jeden Fall Ruhm. Sobald der Ruhm einmal voll ist, kriegen wir einen Ruhm, neuen Ruhmrang und einen Fähigkeitspunkt.
So. Nebenbei Fähigkeitspunkt, den hebe ich mir jetzt erst einmal auf und steigere meine Vitalität. Wohl neu hier, was? So, bei dem hier kann ich mir jetzt einen neuen Gegenstand aussuchen. Nehmen wir einfach mal für unseren Begleiter das Halsband. So. Das verschieben wir gleich mal zu ihm rüber. Dann hat er es schon. Stangenwaffen benutzen wir nicht. Die Handschuhe sind schlecht und Schusswaffen benutzen wir auch nicht. Also kommt das alles mal zu unserem Pet, unserem Begleiter. So. Und dann gucken wir mal, dass wir weiter vorankommen. Wir haben übrigens einen goldenen Schlüssel eingesammelt. Das heißt, hier in der Gegend müsste auch irgendwo demnächst noch eine goldene Truhe kommen. Genau, da die verschlossene goldene Truhe. Was auch immer. Die können wir nur mit so einem Schlüssel öffnen. Und wir haben unser erstes Glutstein bekommen. Und ein Adelsschild. Das Adelsschild ist schon mal besser als das Faustschild. Deswegen wird das aufgehoben und das Faustschild und der Stab abgegeben. Der Giftblutstein hier, das Korn, das hier sind die Sockelgegenstände, also wie bei Diablo, die Diamanten. Die bringen halt Boni, wenn man sie in Waffen und Rüstungen packt. So. Hier wollen wir durch. Hier kommen wir auch netterweise durch. Und hier haben wir schon mal eine riesige Horde von Kobolden, die es wegzuschlagen gilt. Baumkobold. Wir haben sie sogar da hochgeschleudert. Und wir zerlegen die Umgebung. So. Ein Heiltrank ist nett. Ihr seid nicht so nett. Und das hier ist eine Pagode. Hm? Ein toter Bezwinger, den können wir auch mal finden. Und ja, wir zerschlagen wirklich jede Steinfackel, die wir finden. Wohl neu hier, was? Wer seid ihr? Was wünscht ihr? Okay, die da können wir nicht zerschlagen, ne? Nein. Doch können wir, ziemlich verlangsamt. Und ja, die Ingenieursaufladeleiste, das kann ich euch auch gleich erklären, bevor wir in die Enklave gehen. Und zwar hat jeder seine besondere Ressource. Beim Ingenieur sind das diese Punkte hier. 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Und zwar können wir mit bestimmten Fähigkeiten und auch mit einem normalen Nahkampfangriff diese Leiste füllen. Und damit auch diese Punkte. Zum Beispiel der Aegis hier, der erzeugt mit jedem Schlag Aufladung. Also füllt sich die Leiste, wenn wir dann mit dem Schildschlag Gegner Schaden zu machen. F zu fügen. Diese Fähigkeit hier, Überspannung, hingegen, wo steht's denn? Ja, genau, deinem letzten Absatz. Alle Aufladungen werden verbraucht und der Schaden erhöht sich um 50% pro Aufladung. Das heißt, um für jeden Punkt, den wir haben, wenn wir diese Fähigkeit Überspannung einsetzen, machen wir 50% mehr Schaden. Mit der Fähigkeit. Also, wenn wir eine volle Leiste haben, 250% mehr Schaden. Dynamo fällt hier zum Beispiel, erzeugt wieder Aufladungen. Das Ding hier verursacht Schaden nur, wenn man eine Aufladung hat. Also das hier verbraucht nur einen Punkt. Nicht alle. Und so weiter. Eine Aufladung verdreifacht den anfänglichen körperlichen Schaden und vergrößert den Wirkungsbereich, verdauert auch nur eine Ladung. Und genauso gilt das halt auch für bestimmte andere Fähigkeiten. Zum Beispiel der Flammenhammer verbraucht eine Aufladung und macht zwei zusätzliche Explosionen. Blutsteinhammer hingegen erzeugt gar keine Aufladung und verbraucht auch keine. Die anderen Klassen haben übrigens auch so eine Ressource, die ihnen andere Sachen bringen. Also zum Beispiel der Outlander, der Fernkämpfer. Je voller seine Leiste ist, desto schneller greift er an und desto höher ist seine Crit-Chance. Also bei dem ist das rein passiv. Der Magier und der Berserker haben was ähnliches. Und zwar, wenn sie ihre Leiste voll ist, kommen sie in so einen besonderen Modus. Der Berserker macht in seinem besonderen Modus immer kritische Angriffe.
Also mit seiner mit dem normalen Angriff. Und mit seinen Spezialfähigkeiten ist halt die Crit-Chance um 50% erhöht. Und der Magier kommt in so einen Meditationsmodus, in dem seine Zauber mehr 50% mehr Schaden machen und kein Mana verbrauchen. Kurzzeitig. Und ja, mir wird sogar im Ladebildschirm angezeigt, wie viele Fähigkeitspunkte ich noch gar nicht verteilt habe. So, da sind wir im Lager in der Enklave. Das erste, was wir machen, ist zum Fähigkeitenneuverteiler gehen. Und den Flammenhammer entfernen. So. Den werden wir nämlich nicht mehr brauchen. Wir gehen nämlich hauptsächlich auf Aegis und Konstruktion. Schwert und Schild ist passiv, sehr mächtig, weil es die Schildrüstung, also die vier Schaden zum Schaden der Waffe hinzufügt. Also später sehr mächtig, wenn wir schwere Schilde tragen. Am Anfang bringt es halt nicht so viel, weil wir nur 20% kriegen. Also in dem Fall einen Schaden. Aber später, wenn die Schilde mächtiger werden, wird auch der Schaden mächtiger. So, umverteilt haben wir. Jetzt probieren wir mal das Anglerloch aus. Angeln kann man nämlich auch. So, sobald wir angeln, kommen diese beiden Kreise, und sobald beide Kreise sich berühren und lila werden, können wir etwas fangen, wenn wir draufklicken. So, wir haben ein Kampfmaul gefunden. Dieses Ding verwandelt meinen Wolf für 5 Minuten in eine Kriegerbestie. Also Fische sind hauptsächlich da, um Tiere zu füttern. So, jetzt reden wir doch mal mit dem Questgeber. Was der zu sagen hat. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Esterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Also ja, der Alchemist ist durch die Enklave durch. Wir kriegen trotzdem eine Belohnung in Form von Gold und Erfahrung. Und eines Gegenstandes. Wir nehmen mal den Kriegshammer. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Ja. Wir haben eine neue Aufgabe. Hier sind übrigens unsere Lagertruhen. Und hier, was? Okay, was? Gut, dass ihr es geschafft habt. Auch immer hier ist, hier kommen wir erst einmal nicht weiter. Hier haben wir den Gemischtwarenhändler und den Schmied. Und da haben wir den Reisemeister, so ähnlich wie der Typ im Lager der Amazonen, der uns in die Wüste gebracht, einen in die Wüste bringt in Diablo 2. Und hier sind unsere Lagertruhen. Einmal das gemeinsame Lager für... Oh, da sind noch die Sachen von meinen anderen Let's Plays gelagert. Von meinen anderen Charakteren gelagert, okay. Sind nette Sachen dabei, könnt ihr mir bei Gelegenheit mal angucken. Und dann halt die eigene Lagertruhe. Hier können wir mal den Glutstein reintun. Und den Hammer können wir nicht benutzen, weil der für Stufe 6 ist. Na gut. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir noch einen Questgeber. Falls ihr auf dem Weg zur Tempelstelle seid, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Sturmbeoren haben dort eine provisorische Schmiede eingerichtet und zwei Schmiede stellen Rüstung für wilde Kriegsbestien her, die sie gefangen haben. Ja,
Wir sollen das verhindern und kriegen dafür interessante Gegenstände. Zwei davon sind sogar Set-Gegenstände, also nehmen wir das mal an. Und müssen dann da wieder raus. Aber bevor wir da rausgehen, gibt es jetzt mal wieder einen Cut. Bis gleich.